Damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen Abend mit Bohnen, Beanstalk. Wir spielen heute, wie heißt das Spiel? Golf. Mit den Freunden. Naja, Golf. Wir spielen Golf. Wir spielen Golf. So, mal gucken, ob du das kannst. Das vergisst du nämlich immer. Platz. Du bist der allerklügste Hund der Welt. Habt ihr das gesehen? Der kann jetzt schon Sitz, Platz und er kann apportieren. Seht ihr? Das ist so ein Dilemma. Das ist so gut. Spiel mal einen guten Song. Da, da. Ein bisschen mit der Hacke in den Kopf ist doch nicht schlimm, schlimm. Aber wenn man lügt, lügt, ist das richtig blöd. Immer wenn man lügt, lügt, ist das richtig blöd. Aber mit der Hacke in den Kopf ist okay. Na, was? Ich hab mehr als am ersten Versuch. Und beim ersten Versuch wusste ich nicht mal, dass ich mehrere Antworten ankreuzen kann. Wieso? 53? Es waren noch nicht mal so viele Aufgaben. Was war zuerst da? Ein Virus oder der Film? Jetzt wird's langsam, kann ich dir nicht mehr so ganz folgen, ehrlich gesagt. Ja, man weiß es nicht genau. Ich meine, es sind eh diese viele Inhalte von diesen ganzen Ritualen sind eh verloren gegangen, so ein bisschen. Ja, ups, das passiert einmal pro Folge. Hast du das gesehen, Nils? Wie heftig die aufgeknallt ist. Das hat richtig stumpf hat das gemacht. Pump. Vor allen Dingen, ich wollte, was sie alles durchgemacht hat, und am Ende, so zu sterben. Ja. Aber normalerweise hat man, wenn man im All unterwegs ist. Ich hab den Schleudersitz. Funk! Nein! Au! Hast du Schleudersitz? Was? Ah, du bist nicht gestorben. Ja, ich bin nicht gestorben. Du lebst. Ich hab nur das. Holy, was? Wo bist du denn? Ja, neben dem Raumschiff. Kurz. Also. Ich bin neben dem. Oh, da! Hallo! Hi! Na, oh. Es geht. Ah! Jetzt oh, Scheiße. Bist du dann doch gestorben. So voll giftig. Oder? Ich wollte es nochmal ausprobieren! Ich wollte es nochmal ausprobieren! Oh, die Neugier war zu groß! Der komödiantische Effekt, er war jetzt viel zu verlockend. Was passiert, wenn ich ihn nicht annehme? Scheiße! Es war doch nur ein Scherz. Nee, holt euch einen Kaffee, holt euch einen Kaffee. Tut nochmal irgendwie 4 Löffel Zucker in euren Kaffee. Löst nochmal alles auf, braucht. Oh, Scheiße, Leute, jetzt ist hier wieder Alarm oder was? Shit! Fuck, muss ich fliehen? Muss ich evakuieren? Scheiße, es geht los. Die Apokalypse geht los. Es geht tatsächlich los. Fuck. Ja, das, aber davon gehe ich aus, dass du stirbst. Aber ich wollte den Kampf vorstellen. Wie, du gehst davon aus, dass ich sterbe? So. Oh. Mann, das war dumm. Nope. Ah, nein! Okay, das war dumm. Aber er ist auch runtergefallen noch. Ich glaube, der respawnt leider. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man auch schon im ersten kriechen konnte, aber um ehrlich sein, glaube ich schon, dass man auch da schon kriechen konnte. Oh, Alter, Mann! Der Nils muss prügeln. Und meine Freundin macht das für mich. Ah, sie ist so gut. Ja, Mann, ich liebe dich. Sind wir im Asteroiden? Soll ich mal die Tür aufmachen? Oh Gott! Ah! Nein, was ist da passiert? Was für ein Fahranfänger! Will seine Beifahrer beeindrucken? Ja? Hat den Führerschein neu, zack, den ersten Asteroid nimmt er mit! Mann, sieht die so scheiße, wenn wir da irgendwie in so ein Lichtverhältnis fliegen und die ganzen Marker davor sind. Die barbarische Horde. Hast du gesehen, wie sie. Da wusste selbst das Spiel nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Darauf waren wir nicht vorbereitet. Ich glaube, du musst nochmal lügen gehen. Dass das überhaupt geht. 666 ist der Code. Wetten. Wer schreibt das? Props dafür. Für Grailner. Probieren wir aus. Aber es ist ein. Es ist einfach nur ein Hotel, jetzt mal ehrlich. Nee, Mann. Was? Wie geil bist du? Warte mal. Ey, das ist ja super. Ah! Gott!
join the club, did you? Alter Schwede, hab ich das erschrocken. Das kam gut. Warte, ich komm mal näher. Das ist ja... Was ist denn heute für ein geiles Let's Play? Heute ist ja alles nur Hammer. Ja. Warte, ich mach das. Das ist so gut. Oh Gott, ist das scheiße. Was macht ihr denn da? Ey Leute, ja, wir haben einen neuen Patch rausgebracht. Er nennt sich Trucknado. Ah, es war das beste Let's Play aller Zeiten. Jetzt ist es noch Trucknado. Ich versuche mal zu dir zu kommen. Ich komme hier nicht raus. Ich muss irgendwie rauskommen. Ich bin völlig... Ja, du fliegst gleich. Oh Gott. Was ist das? Nee, komm nicht näher. Komm nicht näher. Alter, ich bin nicht hier. No! Ja, Mann. Nächster. Jawohl, Mann. 300. Oh! Von hinten in den Rücken geradelt. Da hat jetzt aber keiner mit gerechnet. Surprise, Motherfucker. Ja. Okay, los geht's. Oh, shit. Ich bin vom Pferd gefallen. Da wartet auf mich. Oh, was mit der Maus? Die ist beim Reiten sehr sensitiv. Alles klar, jetzt haben wir's. Oh, nein. Ist das richtig hier? Shit. Kann mich einer aus dem Wasser zaubern? Ja. Scheiße. Ah, hier ist ein... Sehr gut. Der Mann hat es gedacht. Okay, was machen wir hier? Ach, never mind. Ich wollte gerade sagen... What the fuck? Bisher hat es immer geklappt, aber das... Wie weit hätte ich auch weggesteuert hat. Hey, das war gemein. Okay, oh. Ich leg Pyromancy wieder an. Du Katze. Fuck. Hier ist das Ergebnis, 14,99 € für den Sieg, für mich. Ansonsten hat Lars Pausen gewonnen. Hier ist es, bitteschön. Ich sehe es nicht. Ich sehe es leider nicht. Kostet 20,90 €. Was? Ich sehe es nicht. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ich sehe es leider nicht. Nein! Das kann nicht sein, du verarschst mich. Ich sehe es leider echt nicht, du verarschst mich gerade. Du bist dieser scheiß Lars aus der Kommentarspalte. Also mir wird es jetzt auch nicht mehr angezeigt, aber mir wurde es angezeigt. Das waren 14,90 €. Regie stand es da? Dein scheiß Ernst. Alter, ist doch scheiß... Ey, ich sag dir eins, pfiffige Ziffern muss geskriptet sein. Das kann nicht sein. Ich habe mir vor der Auflösung gedacht, ja okay, wenn es jetzt wirklich 14,99 € sind, dann wäre das halt der Oberhammer. Und jetzt sind es 14,90 €, was noch viel besser ist. Das ist noch viel geiler. Vor allem, ich hatte es auch schon mal andersrum. Dass ich irgendwas 90 gesagt habe und dann war es irgendwas 99. 59,49 €, wer liegt näher dran, bitteschön? Nein! Nein! Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst! Das kann nicht wahr sein! Das ist jetzt für das fucking dritte Mal, dass mir das passiert, mit den fucking 99,90 €. Ich bin immer so schlecht, aber manchmal ganz klein, manchmal dann bin ich so richtig gut, aber dann auch nicht gut genug. Ich bin nah dran, aber ich komme nicht ran. Ich tangiere den. Alter Schwede, ey. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das hätte fucking Punkte sein können. Ich hätte dein Gesicht sehen sollen, wenn ich 50 Punkte krieg. Brauchen wir doch trotzdem noch irgendeinen Lappen oder so. Wo ist Ede, wenn man ihn mal braucht? Das war so schlecht. Das war das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Doch, wirklich. Das war super schlecht. Hey, Eddie, ich folge dir auf Twitter. Das war nicht das Schlechteste, was ihr gemacht habt. Doch. Ich wollte selber einen Twitter-Joke bringen, aber ich finde meine Tweets alle geil. Heute eine Sendung. Ich möchte mal sagen, wenn dieser Tisch ein Schiff wäre, dann hätten wir verdammt nochmal Schlagseite.
auf dieser emotional niedergeschlagenen Seite, die ausschließlich ausgeglichen wird durch Tobias Escher, der zum Glück niemals in die Verlegenheit kommt, Emotionen zu haben und dann eben auch Gefahr zu laufen, an jenen zu erkranken. Na, am Ende des Spiels musst du festlegen, welche Strecke du nutzt. Das fragt er dann dich. Also man darf pro Bahnhof nur eine Strecke nehmen, oder wie? Ja, genau. Du kannst jetzt nicht ewig viele Strecken nutzen. Okay. Es dient wirklich deiner Gesundheit, dass wir im Moment Corona-Times haben. Ja. Und wir nicht zusammen im Studio spielen. Ich glaube auch. Ja, hast du jetzt gedacht, du kannst mit deinem Bahnhof von Barcelona nach Essen fahren, oder was? Ja. Wenn es doch zur Relegation kommt, ne, gucken wir die dann eigentlich zusammen? Nein, oder in getrennten Ländern? Ich guck die überhaupt nicht. Ach, so ein Quatsch. Rele gegen Bremen guck ich nicht. So ein Quatsch, wirklich nicht. Weil das ist doch, wir beide. Ja, gucken, also ich will gerne dabei sein. Gucken wir live. Dann gucken wir uns zusammen. Ey, dann machen wir doch mal sowas, wie wir es damals bei Late Nights gemacht haben. Der Abstieg, wir gucken es zusammen und wir übertragen nur die Reactions. Hätten die Leute Bock drauf, auf jeden Fall. Ey, pass auf, ganz ehrlich. Nur aber nur direkt Kamera auf den Scheide. Wenn jeder 10 Euro zahlt, der das guckt, dann bin ich dabei. Aber ich lass mich nicht, nein, sorry, wenn ich mich schon öffentlich auspeitschen lasse, dann sollen die Leute auch Eintritt zahlen. Jeder, der guckt, geht in den Support. Aber ich interessiere mich gar nicht dafür, dass du das HSV-Spiel, aber dich auspeitschen kann ich für 10 Euro. Das ist ja das, was ich aus der Geschichte mitnehme gerade. Oder zum Küssen, wenn man jemanden neu kennenlernt und dann küsst man den natürlich direkt. Dann gibt es immer diesen Moment, wo man dann sich so langsam näher kommt. Das ist mein Arm. Gut, seien wir ehrlich. So. Und dann irgendwann kommt so dieser, man nähert sich so an, dann denkt man, ja gut, jetzt, wenn es jetzt gleich zur Sache geht, dann, ja fuck it, dann muss man noch sich so peinlich zur Seite drehen und die Brille noch irgendwo hintun auf den Schrank oder so. Und wo packe ich die denn jetzt schnell hin? Pro-Tipp, die Brille immer über den Partner weglegen. Immer. Und wenn so da liegt. So, gut. Pulled Pork Nuggets und Crack and Cheese Cubes. Oh Mann, wie soll ich das denn in die Spalte kriegen? Es tut mir leid. So. Cubes. Es ist nicht Frostkrone. Puh, das war jetzt aber ein anstrengender Einstieg, ne? Das war herausragend. Deswegen habe ich auch extra das extra aufgeknöpft. Achtung, Moment, ich kann den Nippel ganz gut. Ah, da, ich darf ihn nicht. Kein Problem für den Azov. Das ist wirklich so. Das ist wirklich mega. Der ist einfach die beste Investition. Da hat Tim echt gute Arbeit geleistet. Ja, ich meine, Tim hat das Spiel natürlich auch zum größten Teil damit komplett zerstört. Aber es ist auch, aber es ist auch in Ordnung. Es ist auch noch in Ordnung. Nein, nein. Leute, ich bin umgekippt. Leute, ich brauche Hilfe. Stopp. Das sieht aber, guckt euch das mal genau an. Das sieht schon geiler aus als manch anderes Spiel gerade. Besonders diese Einstellung hier. Das sieht gerade richtig gut aus. Guckt euch das mal an. Oh, wow. Der Dungeon sieht echt gut aus. Scheiße, wo seid ihr? Mist! Wo seid ihr? Seid ihr da reingegangen? Ich kann da aber nicht rein. Wo seid ihr denn? Ich habe einmal nicht aufgepasst. Da seid ihr. Ich weiß, wo ihr seid. Alles gut. Ich komme gleich.
Geht ruhig vor. Ach, hier. Aber was ich hasse, ist, wenn die sich nicht zerreißen. Da krieg ich das Kotzen. Wenn eine Mannschaft nicht sich zerreißt, sondern schon so eine lasche Körperhaltung hat und gegen Mainz sich im eigenen Stadion so deklassieren lässt, da krieg ich die Krise. Allesamt sagen, okay, wir sind ehrlich, mit dem Kopf schon halb. Guck dir die Bayern an, Alter, das ist keine Chance. Also, weißt du, was ich lächerlich finde? Gerade erwartest du, dass die Leute sich zerreißen. Und jetzt kommst du mir mit, da haben sie doch keine Chance, können sie doch hier aufgeben. Da brauchen sie auch nicht anstrengen. So, das ja, ist aber gegen Mainz kannst du was holen, gegen die Bayern ist nichts zu. Mann, das große Rematch Valorant. Nicht Rematch, es gibt ein Match gegen die Spandau-Jungs hier. Ach, von Hand of Blood. Ja. Er spielt selber nicht mit, weil er zu schlecht ist. Ja. Aber die haben eine sehr schlagkräftige Truppe, was man so hört. Könnte das heute die erste Niederlage für das neue Team Bonja geben? Ich bin sehr gespannt. Es wird, glaube ich, schwierig. Aber wir stellen uns der Aufgabe. Also letztendlich haben wir sie herausgefordert. Ich erwarte, wenn du vor tausenden Leuten Valorant spielst, erwarte ich, dass du den Arsch aufreißt. Ja, ich erwarte, wenn du, wenn der ist noch so, ja, Mann, dass das du da rausgehst und das werde ich auch machen. Und nicht da rein ins Spiel gehst und sagst, es haben wir eh verloren, ich tödel dir rum. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Reiß dich mal zusammen. Ich habe gesagt, es wird schwer. Aber es wird schwer zu gewinnen. Ich will, dass du sagst, du haust die weg. Ich hau die weg. Ja. Kann diese Einstellung. Oh. Ich hau die weg. Eddie! Schön, Ede. Jetzt dreht er auf. Richtig starke Runde. Alter, jetzt bist du aber auf die andere Party gegangen, hast ihn alles weggetrunken. Ich bin jetzt bei ihm zu Hause hingegangen und hab in seinen scheiß Schlafsack gepennt. Und reingepupst. Ah, nein! Hat er da, er hat hingepinkelt, ne? Er hat hingepinkelt. Naja, gut, ich hab's mehr oder weniger schon erwartet. Denn eine Stunde hier und dann spiele ich mit ihm die ganze Zeit, das ist eine schlechte Idee. Jetzt hat er mir original auch noch den Kaffee geleckt. Das kann ich noch. Nichts. Das ist leider die Wahrheit. Du bist ein guter Linkshänder. Nein. Nein. Ich versuche dich gerade aufzubauen, Mann. Nee, muss ich sagen, ist nur die Flasche. Alles ist, was ich hab. Oh, ich hab nichts mehr. Nils, ich hab gar nichts mehr, weil ich aus Versehen die Flasche geworfen hab. Da lag doch was, oder? Nee, das ist nur eine Bürste. Der Nachfolger von The Last of Us. Nils Bomhoff in Da lag noch was. Ja gut, lass uns mal, jetzt sind wir aufgetaucht. Genau. So ein bisschen, dass das Wrack weiterkommt. Wir können ja einfach runterspringen wegen der wenigen Schwerkraft. Cool. Oh Gott, ich hab mir Handy auf! Ah, wer rein? Ja. So klingt das also. Die Tür nicht auf. Warum so klingt das, wenn man dekomprimiert draußen. Okay. Oh mein Gott. Zeig mal, sind deine Augen jetzt rausgeploppt oder so? Du hast doch ohne. Oh, du hast rote Bäckchen ganz kurz. Ja, du kriegst ganz rote Bäckchen. Mehr passiert nicht. Das freut mich tatsächlich auch, weil ich hatte ja sogar die Angst, dass wir um 12 Uhr starten und dann moderieren wir nur so an, ja Leute, wir kommen alle nicht rein. Läuft heute nicht. Also, oh, das ist mein Spiel. In dem Moment ist mein Spiel gecrashed. Man soll nicht über sowas reden. Das geht aber auch drauf an jedes Mal hier. Weil ich drüber rede, meinst du? Ja, ständig. Ja, nur nichts anderes. Okay, aber es ist doch ein super Zeitpunkt, sich neu einzuloggen. Oh nein, Pödel kackt mir mitten auf. Oh Mann, er kackt mir wirklich dicke. Guckt euch einfach mal an. Er kackt mir einfach eine dicke Wurst. Nee. Da ist die Wurst. Da kackte er sie mir in die Wurst. Er kackte sie mitten in die Wohnung. Ach, ist das furchtbar. Und währenddessen läuft hier das Intro. Ich muss mich hier gerade mal drum kümmern. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist ja furchtbar. Und ich weiß noch, dass die Bockwurst, ich habe gerne die Bockwurst genommen, weil da hatte man mehr. Warum? Erkläre ich euch. Weil du kannst bei der Bockwurst erst so ganz langsam die, den Darm, sage ich jetzt einfach mal, wegessen. Also die Hülle. Und dann hast du noch so eine fleischige Rinde, so ein Inneres. Und das kannst du so dann so dippen und wegnagen. Da, jetzt sehe ich erst, dass wieder Colin lacht. Versteht das denn keiner? Der Trant hat das immer belustigt. Der Trant hat immer gesagt, ja. Kiefen hat er gesagt dazu. Jetzt kiefst du das schon wieder ab. Weil ich habe das dann auch bei Mars und Snickers gemacht, drumherum gegessen, bis nur noch die Mitte übrig war. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Los geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Speich. Spalt. Die gute alte Spalte. Sehr gut. Also das haben wir gewonnen. Da schließt sich der Kreis. Wollen wir kurz noch. Wir wollen mal über das Ohm-Remake, oder ist das nicht drin? Doch, wir reden über von Eddies Antichrist zu dem Antichrist von John Moore, der hier das Omen.
Dumme Idee. Eine super dumme Idee. Auch das kriegen die hin. Ja. Hast du schon mal so diese Querfeldeinrennen von Pferden gesehen? Ja, aber das sind auch so Bodybuilder-Pferde, die sind auch so, die machen immer nur Leg Day. Pferde machen immer nur Leg Day, die können gar nicht anders. Am Ende kriegen die noch so einen Salzstein, an dem sie dann noch weiter lecken können. Da bin ich vielleicht nicht der allergrößte Fachmann, aber Gott sei Dank kenne ich jemanden, eine Person, die in Sachen Stimmtraining und so weiter wesentlich mehr Erfahrungen hat als ich. Und das ist natürlich niemand Geringeres als Johanna, die mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo. Hallo, guten Morgen. Oh, ich habe meine Brille noch auf. Hallo. Das ist überhaupt kein Problem. Warum ist das ein Problem, frage ich dich. Oh, das ist gar kein Problem. Wusstest du übrigens, dass du die Brille unter Umständen auch von der Steuer absetzen kannst? Irgendwie habe ich hier schon die ganze Zeit so Nebengeräusche drin. Vielleicht ist ja noch jemand hier gerade im Video. Oh ja, ich sehe gerade, da ist der Doom, wenn mich nicht alles täuscht. Der kennt sich doch mit sowas aus. Vielleicht hat der da eine Antwort drauf. Hallo? Ein wunderschönen... Oh, ich habe noch meine Brille auf. Ah, ein wunderschönen... Aber kein Problem. Tag, wusstest du, dass du die unter Umständen von der Steuer absetzen kannst? Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte in diesem Moment auch in diesem Videocall jemand hinzukommen, der... Niemand Geringeres als Mara Daniel. Hallo Mara. Hi. Oh, ich habe noch meine Brille auf, Moment. Ja. Wusstest du übrigens, dass du die Brille unter Umständen von der Steuer absetzen kannst? Oh, die ganzen Fliegen, ne? Die fliegen dem doch in den Mund, in den offenen, blutigen Mund. Wie ekelhaft. Mann, ich töte nicht einfach, Leute. Komm jetzt, der stört mich ein bisschen. Mich stört, dass der mich die ganze Zeit belästigt. Dass ich den die ganze Zeit sehen muss, mit seinem offenen Mund. Und wie das stinken muss. Also, nee. Ja, ich helfe dir doch gerade. Glaub mir, vertrau mir. Es sieht vielleicht aus deiner Perspektive nicht so aus. Aber am Ende haben wir da alle was von. So, gleich. Nur noch zwei kleine Kisten. Es tut mir ja ein bisschen leid, aber ich glaube, ich würde das auch in echt tun. Ich hab dir doch geholfen. Alles ist gut aus. Von meiner Seite sieht alles gut aus. Ah, ich weiß nicht, ob ich das machen muss, weil ich würde es eigentlich ungern machen. Das ist doch nicht meine Aufgabe. Vielleicht ist er ja ein Bilddämon, der erst dann jetzt zu voller Macht kommt, weil ich ihn befreie oder so. Ich weiß es nicht. Das hier ist wenigstens, das hat keinerlei Einfluss. Ich liebe es. Welchen Schalter? Ich kann ihn unter all den Kisten nicht sehen. Ich weiß, George McCrade wäre sehr stolz auf mich. Bei der Produktion dieser Szene sind keine Kisten zu Schaden gekommen. Ihr wisst, dass ich der Allergeilste bin. Das brauche ich nicht beweisen. Okay, wir machen kurz noch ein Päuschen, ein halbes Stündchen. Geht's dann noch weiter mit Command & Conquer, dem Remaster. More challenging than anticipated. I'm intrigued. It's your Kane speaking. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Okay, wir machen jetzt hier kurz Päuschen. Wir machen jetzt weiter. Wir kriegen die Scheiße jetzt noch hin. Wir machen jetzt hier ein kurzes Päuschen. Und ihr bleibt gefälligst dran. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich weiß, wo ihr eure Videos guckt. Ihr bleibt jetzt gefälligst hier. Und wir werden die verfickte sechste Mission Extract the Detonator werden wir machen. Zusammen. Versprochen, Leute. Promise, ey. Promise. Bis dann. Da muss ich sagen, bei uns war es eher die Türspindenmafia, ne? Also, weil man da natürlich, wenn da jemand das Glück hatte, die Mark vergisst. Ich möchte das nicht schieben. Ja. Dann hast du natürlich, da musst du teilweise länger warten, aber das war natürlich, als ob du dich auf Gold gestoßen bist, ne? Weil da erklär das mal, wie hat das funktioniert? Ja, einfach die Leute, die ist ja ein Kommen und Gehen bei den Spins und du musst in der Regel immer einen Euro reinwerfen, einen Mark reinwerfen und du konntest immer sehen, meistens so Familienväter mit Kindern oder überhaupt Familien, die dann so im Stress waren nach dem Schwimmbadbesuch, dass sie vergessen haben, ihre Pfandmark aus dem Spin zu nehmen. Und dann musstest du schnell sein, schneller als die anderen Kinder im Schwimmbad. Eigentlich geht es auch darum, dass die Zuschauer unterhalten werden. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt hier gewinnen. Was? Oh, Steffen, laber nicht so eine Scheiße. Sonst würden sich die zwei Übertypen ja eliminieren, aber außerdem zieht Steffen alles. Das tut mir leid. Du suchst ja immer jemanden. Das war eine richtig schlechte Runde. Ich brauche verdammt doch mal jetzt eine Erklärung dafür. Ich kann es nicht akzeptieren und an mir kann es ja nicht liegen.
Wir brauchen einen Schuldigen, das stimmt schon. Ich nehme es gerne auf mich. Wenn euch das weiterhilft, nehme ich es gerne auf. Wir wollen verteidigen. Ja, dann lass Attacker gehen. Geil. Wisst ihr, was mich das erinnert? Das erinnert mich an diese Counter-Strike-Scheiße mit Yoshi gegen Bonch war damals. Was? Muss auch rüber. Genau der gleiche Shit. Das ist tief, oder? Ja, das ist genau der gleiche Shit. Halbnackte Bananen aus deiner Umgebung schälen sich für dich. Last of Us, die Folge Nummer 11. Und zu Ehren dieser Schnapszahl haben wir uns beide verkleidet. Ich als das Mädel, Ellie heißt sie, ne? Und nein, das wird durchgezogen. Wieso? Dann haben wir halt Folge 13 zu Ehren dieser Schnapszahl. Mein Gott, Paul. Und Nils hat sich verkleidet als Random Dude. Da gibt's Applaus. So, und jetzt noch hier, noch aus der, noch die Brust rauspulen. Nein, das... Oh. Soll Ellies Jeanshemd repräsentieren und hat auch eine ähnliche Größe, nämlich S. Für Simon. Was? Würde viel mehr Sinn machen. Oh. Ich freue mich sehr. Eine Party des Grauens, auf die wir eingeladen sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ah, da kommt schon einer! Nein, ich bin böse! Nils? Ja, hallo, ich bin da online. Aber okay, warte, schalt mal kurz den Simon bitte dazu. Simon? Hallo, hallo, ist das Ding an? Ach, andersrum, Entschuldigung. Hallo? Wir haben jetzt Dienstag und aufgrund der großen Beliebtheit und weil wir so überragend gespielt haben. Oh nein, ich bin auf die Cold-Opera-Taste gekommen. Hallo? Tut mir leid, Leute. Mein hallo? Fehler. Meint ihr, der Gag ist schon. Wenn der Gag ist schon tot, dann können wir noch ein bisschen. Warte. Also, ich find's immer noch lustig, ehrlich gesagt. Ich bin auf die Opener-Taste gekommen. Naja, was ich noch sagen wollte ist. Ey, das drück's dich bitte nicht, bitte nicht! Nils. Da. Alter, das ist nicht dein Ernst! Es ist so schön zu sehen, ein Spiel zu spielen, das Nils nicht kann. Da! Das ist das beste Spiel, oder? Nur noch, wenn mein Leben lang dem Minigolf widmen. Noch sind viele Löcher zu spielen. Ist egal, es ist schon. Ich finde auch, wir haben schon gewonnen. Ja, wir werden. Vielleicht komme ich ja nochmal wieder. Ihr wisst es ja nicht. Natürlich kommst du wieder. Natürlich gewinnst du. Das wissen wir alle. Nein, ich glaube, der Nils kann Physik-Sachen nicht. Moment, was steht hier? Bin gespannt, wann Nils merkt, dass er die Stärke einstellen kann, bevor man abschlägt. Kann es sein, dass du das nicht weißt? Doch, oder? Nee. Also die Stärke links mit dem... Moment. What the fuck? Ich kann erst die Stärke und dann lasse ich den Ball los? Nein, du kannst quasi nach... Du kannst das so hier hin und her. Wie, was? Und dann lässt du einfach los. Wie hast du denn gemacht? Ich hab eine Bewegung gemacht, deswegen bin ich immer nach links und rechts verrutscht. Du hast eine Bewegung gemacht? Bist du doof? Ich hab die Maus immer so, ja, wir haben einen echten Schläger. Scheiße, ich wusste doch, da ist ein Haken, dass der so schlecht ist. Ich wusste es, jetzt shit. Weiß es und jetzt haben wir wieder verloren. Tor. Alter. Ja, Mann! Nee, der hat gehalten. Mich nicht. Unhaltbar. Unhaltbarer Simon. Ach, können wir neu starten? Können wir bitte einfach nochmal ganz neu starten? Können wir Alter, hält er mich Modus schon nehmen? Wieder? Mein Ego hält das sicher aus. Simon, wie du mich hier schon wieder weggefetzt hast. Nein, bitte, lass uns aufhören. Ernsthaft. Lass uns mal bitte was anderes spielen. Oh, beste Spiel der Welt. Alter, du hast ein Hole-in-One. Nee, hab ich leider nicht. Aber der andere. Peng, 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 Alter. Hab ich ihn ausgeguckt, den Torwart. Da muss man natürlich jetzt dementsprechend auch. Nein! Nein! Immer ein Igel. Alter, so eine. Alter, der hält immer alles, ne? Nicht die unhaltbaren. Karl Friesen, ey. Unglaublich. Ist immer Eishockey. Warte mal, bis die Regalwand kommt, ey.
Okay, das war jetzt irgendwie erstaunlich einfach. Ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Achievements hier. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen komplizierter. Okay, das ist auf jeden Fall deutlich komplizierter. Oh shit, scheiße. Weil dieses Loch muss man nehmen. Nice Hockey. Das ist zu rett bei dir, Alter. Wie, was soll mit mir sein? Das ist so ungewöhnlich. Alter, du Assi. Naja, komm jetzt. Ja, warum hilfst du dir denn noch? Du bist der beste Mann, du bist der Heavy. Alle meine Schläge. Belfour in his prime. Ja, da können wir hiermit aufhören. Ja, den hält er noch, den hält er noch. Das war Pfosten. War das schlecht. Oh, das wäre fast ein Hole-in-One gewesen. Ja, schön so ein Birdie. Können wir uns bitte Eddie mal genauer angucken? Oh, es ist knifflig. Nein! Komm, roll auch rein, der roll Berg! Rein! Oh! Der Berg! Fuck, 5 Schläge, gar nicht geil. Super uncool. Ah! Ich hab mal meinen Karma verbraucht. Nein, wieso ist das immer zu feste? Ich bin im Limbo. Ah! Die Leute wollen die Musik wieder haben. Alter, ich kotz hier. Ey, warum baut niemand solche Minigolfplätze, verdammt? Alter. Jetzt stopp doch, Alter. Es ist einfach zu schön. Der rollt noch, der rollt noch. Der rollt noch. Danke, Nils. Der rollt noch. Also, der rollt noch. Hm? Das kann dauern. Ja, er rollt noch. Alter, es ist lame, wie der einfach. Ich roll noch ein bisschen. Ich roll noch ein bisschen. Okay, ich roll noch ein Stück. Man hebt den Servierwagen-Cam und ihn voll wegfetzt. Oh, das wäre natürlich sehr lustig. Ja, vielleicht. Ah, oh, schade. Rollt noch. Gut, wenn wir auch mal Skillspiele spielen und nicht immer nur irgendwie so. Das war's vom Dienstag. Co-op, sondern eure drei Freunde. Zwei. Zwei Freunde. Wir spielen, haben Golf gespielt. Die Hole in Threes. Das hat Spaß gemacht. Jetzt gibt's tolles Programm. Bleibt auf Rocket Beans. Jetzt gibt's schön After Dark noch. After Dark. Haut rein. Tschüss. Au! Pokédex-Eintrag von Mankey. Es rastet häufig völlig unvermittelt aus. Danach findet es sich oft Mutterseelen allein wieder. Das macht es schließlich noch wütender. Gott, Mankey ist die perfekte Bezeichnung. Gott. Oh, Match in Heaven. Herkules schreibt, wird Mankey wütend, färbt das auch auf seine Kameraden ab. In einer Schar von Mankey kehrt daher niemals Ruhe ein. Es wird ja immer besser. Es ist sehr lustig. Es wird immer besser. Ich glaube, der Titel für diese Folge ist The Rise of the Mankey. Planet der Mankey. Planet der Mankeys! Nein, Planet. Wir bleiben bei Planet. Oh nein! Oh, jetzt will ich auch! Jetzt. Hau raus! Selbst Kleinigkeiten regen es sofort auf. Da es Stress aber nicht in sich hineinfrisst, erfreut es sich eines langen Lebens. Das ist gut. Es passt richtig gut. Jede Kleinigkeit regt es auf. Es ärgert sich, bis es vor Erschöpfung eindöst. Doch selbst im Traum findet es keine Ruhe. Also wacht es wieder auf und wird noch wütender.
In Hard Gold heißt es, es ist extrem jähzornig, tritt es in Gruppen auf, greift es grundlos alles an, was in Reichweite ist. Das ist richtig gemein. Was denn? Dann hätte ich ganz nur lachen. Wir könnten die Folge auch 12 Mankeys nennen. Und dann kommen da bestimmt Leute und fragen so, wo sind die 12 Mankeys? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Der Rat der Mankeys ist sich uneinig. Ich kann es mir gerade bildlich vorstellen. Scheiße. Jetzt weiß ich, an wen mich Melanie erinnert. An meine allererste Mathelehrerin in der Grundschule. Sie waren ein Kuga. War ein richtiges Biest. Okay. Sie gehasst. Ah ja. So. Die werde ich jetzt vernichten. Oder wir werden sie vernichten. Ja, vernichten wir sie. Bestraf sie. Ich habe halt ein bisschen gebraucht, um die 7er Reihe zu lernen. Konnte sie nicht direkt zu Beginn. Kein Grund, mich direkt vor der ganzen Klasse zu Sau zu machen. PTSD, Ilias spricht. Die hat mal im Unterricht, hat sie meine Eltern angerufen. Was? Im Unterricht. Warum denn das? Was hast du gemacht? Und dann hat sie mich gefragt, ey, gib mir jetzt deine Telefonnummer. Und ich so, nee. Und mein Kollege. Nee. Das habe ich wirklich gesagt. Und dann mein Kollege neben mir, Patrick, den werde ich ohne Scheiß, die größte Snitch, hat dir einfach meine Telefonnummer erzählt. Warum hat er das? War damals mein bester Freund. Damals, ja, bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ne? Hab nie wieder mit dem gesprochen. Alter. Richtiges Snitch. Und dann hat sie im Unterricht meine Eltern angerufen, aber die waren nicht da. Ha! Joke on you! Und Frau D. Okay, und weshalb wollte sie deine Eltern anrufen? Ich hab meine Hausaufgaben zum 17. Mal vergessen. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass du früher nicht die Hausaufgaben nicht gemacht hast. Nee, es war auch ein Scherz. Aber du hast was Schlimmeres gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht war es, glaube ich, wirklich eine Hausaufgabe vergessen oder so. Ach nee, ich weiß warum. Du hast doch, man hat doch damals Bücher ausgeliehen bekommen von der Schule. Mhm. Für das Schuljahr. Ja. Yeah. Und ich habe meins, habe ich halt vergessen einzubinden. Oh. Man musste sie halt immer einbinden, yeah, wenn du neue Bücher bekommen hast. Mhm. Und das habe ich halt 2-3 Mal nicht gemacht. Das habe ich halt vergessen. Dann ruft sie direkt mein, Alter. So, das ist so ein prägendes Erlebnis. Du kannst einfach so einen kleinen Jungen, kannst du komplett damit bumsen. Guck mir mal, was Rot zu sagen hat. Ein stiller Typ. Was muss ich denn eintippen für dieses Resident Sleeper? Genau das. Resident Sleeper. Mit Doppelpunkt oder einfach so? Ja. Aber toll fand ich auch, dass Til Schweiger halt ab und zu mal. Es gab dann so ein paar gestellte Szenen, wo sie am Küchentisch bei Til Schweiger sitzen. Dann sitzt er, ich kann den auch nicht nachmachen, aber er hat schon wieder diese zugekniffenen Augen, dieses latente Grinsen. Ja, ich erinnere mich auch noch, als ich in der Jugendmannschaft habe ich einen Elfmeter gegen Pfosten geschossen. So, wo du dir echt denkst, Alter, was hat Till? Es ist die Bastian Schweinsteiger-Doku. Wen interessiert, dass du in der Jugendmann Ball an Pfosten geschossen hast, so als ob er connecten könnte, so. Aber nein. Max Zelers, Head of Internet Security Systems. Hier nochmal der Hinweis. Macht zwei Phasen Authentifizierung. Ich schreibe hier gerade einen Text ab und versuche währenddessen das Wort Authentifizierung auszusprechen. Okay, habt ein bisschen Respekt mal gerade. Benehmt euch mal bitte ein bisschen im Chat. Ein bisschen Respekt angebracht. So. Wir probieren es noch einmal, ansonsten zocken wir ein bisschen Cossex, oder? Nochmal ein bisschen Jazz Jack Rabbit. Einfach jetzt mal so die kompletten Curveballs raushauen.
Ich fang neues Let's Play an mit Bugdem. die alten Mac-User kommen raus. Fuck, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Rau. Simon, werde bitte jetzt nicht wahnsinnig. Na gut. Aber nur weil du es bist, Simon. Der Raude. Warum ist das hier so? Warum sieht das nicht gut aus? Der Raude. Oder Sheep. Habt ihr Bock auf Sheep? Oder hat irgendjemand dieses Star Wars Spiel gespielt, wo man diese Gangentiere steuert und man denen Fressen geben muss? Okay, jetzt, es tut mir wirklich leid, ich muss mich jetzt ganz kurz konzentrieren. Das ist ein 32-stelliges Passwort, das muss ich kurz eintippen. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Ja, ich weiß, der Grimme-Preis rückt in weite Ferne. Ich weiß. Es tut mir leid. Grimme-Preis. Rocket Beans TV hätte eigentlich dieses Jahr den Grimme-Preis gewonnen. Der Raude. So. Ich scheiße hier. Ohne vor MTV. Okay, der Raude. Wenn da nicht dieser eine Stream gewesen wäre, wo Florentin Will 7,5 Minuten Passwort eingetippt hat, da hat die Grimme-Preis-Jury gesagt, nee. Klar, Etienne Gardier hätte ihn verdient, wie jedes Jahr, aber so nicht. So nicht. Hört ihr die Hupe? Es gibt nichts Lustigeres als Autohupen. Ich muss einfach immer lachen. Wenn ich eine Autohupe höre, muss ich einfach lachen. Ich finde es einfach, es ist ein lustiges Geräusch. Konzentration jetzt. Wehe, jemand schneidet es ins Best-of oder so. Oh, hier ist gerade die Hölle los. Worst-of. Gibt's eigentlich jemanden, der das Rocket Beans TV Worst-of schneidet? Reingehackt! Zack, wir sind drin! Wir probieren es nochmal. Ich starte jetzt nämlich einfach mal eine Runde. Und ab geht die blöde Luzi, die Riesenfahrt findet nun einen Anfang. Hier bei mir bei Kretschmer TV heute nehmen Sie Ihr Kind an die Hand. Oder an den Fuß, wenn er es keine Hände hat. Ey, ich habe heute erfahren, dass du der Judge bist, ne? Also, ich auch. Wie geht's dir denn so? Ich hab hier noch ein paar Pokémon GX-Karten, also wenn du welche brauchst, dann sagst du. Das ist so lame, wie er dich beeinflussen will direkt. Come on, ich schreibe das direkt mal auf. Ich bin natürlich nicht beeinflussbar, aber trotzdem, nur zur Sicherheit, schreibe ich es mal auf. Ja, Jonathan wird sich freuen. Hier, guck mal, ich habe sogar Rainbow-Karten. Rainbow. Glitzis-Karten. Glitzis. Alles klar. Chiara, hast du auch irgendwas für mich von Interesse? Da sehe ich zum Beispiel so einen Mario im Kostüm. Mario im Kostüm? Okay, ja klar, kannst du haben. Alles klar. Na klar, ja. Tanuki Mario. Und Frodo, was ist mit dem Kaktus da, den du mir gerade gezeigt hast? Den könntest du haben. Ich könnte dir tatsächlich auch noch anbieten eine Zugpfeife. Die macht so hier. Okay, und oder? Damit hat Frodo schon die erste Runde gewonnen. Moment mal, ich hab keine Ahnung. Hans-Werner Olm Nasenflöte. Mach nochmal. Alter. Alter, wo bist du? Mach das bitte nochmal. Ist das Paradies? Mach das bitte nochmal. Hast du nur deine Nase gemacht? Das hat ja, du pass auf, das hab ich noch nie gesehen. Die Nase. Premiere. Und der Mund ist der Resonanzraum. Und dann machst du so. Ich bestell mir das Ding jetzt. Also Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Und ihr glaubt ernsthaft, dass ihr den Freitagabend besser verbringen könnt heute Abend als mit uns? I doubt it! Hab ich denn ein Beacon dabei? Verfick Scheiße nochmal, du Drecksau, du blöder Hinterfotziger mit deinen blöden Schlappen hier. Willst du mich verarschen? Dich leuchte ich an. Sie sind geblitzt, mein Herr. Ja, das Foto. Sehen Sie, das Nummernschild habe ich drauf. Fick Scheiße nochmal. Das ist so... Wollt ihr mich denn verarschen? Das hat doch noch nicht mal eine Connection! Das ist doch nicht mal verbunden! Los, du bist ja kein Yeti, aber du hast irgendwie die Macht und dadurch kannst du...
Was? Warum rufen wir? Du sagst die ganze Zeit Yeti. Das Yeti. Chat ja, gut. Hört auf, über die Franken zu lachen hier. Gib mir bitte noch 5 oder 10 Sekunden. Ich mach. Man ist natürlich, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist, ne, ist man besser dran. Aber wir wissen doch auch, dass ich hier Schmidt spiele. Das wird nicht funktionieren. Also bitte, wenn ihr denkt, Strategie, holla die Waldfee, das muss jetzt aber geil werden, dann bitte schaltet um. Jetzt. Kleiner Fun Fact, bei GWD Minden war ich eine Zeit lang Wischerin. Da war ich für 2 Saisons, glaube ich, diejenige, die, wenn die Leute hinfallen und ihren Schweiß auf dem Spielfeld hinterlassen, dahin läuft und das mit dem Mob so wegwischen. What? Lisa war sozusagen der Tatortreiniger beim Handball. Sozusagen. Jetzt macht Lisa das gleiche bei RBTV. So schließt sich der Kreis. Duden sagt der Krake, aber ich glaube ihm nicht. Sehr gut, immer skeptisch bleiben. Immer skeptisch dem Duden gegenüber sein. Dem Duden widersprechen. Sagen nein! Böser Duden! Ey, hör doch mal auf den Typen einzuschießen. Geh doch mal bitte woanders hin. Cookie! Okay. Sei doch mal kein Depp! Alter! Jetzt geh doch mal aus dem Weg! Geh da hin! Oder da hin! Und jetzt geht's wieder hier hin! Ja, yeah, sure. Du bist ja wirklich der Allerschlechteste. Hast du eine Ahnung, was die Körper kosten? Ich war kurz bei Johannes, aber es ist kein Johannes. Johannes oder Benjamin ist die Lösung. Aber in welche Richtung gehe ich denn? Deswegen es gibt keinen brünetten Benjamin. Ja, die haben, alle, die ich kenne, haben gar keine Haare. Es ist Johannes. Nee, es ist ein Benjamin. Benjamin? Uff. Falsch. Nicht schlecht. Regie hat lange überlegt. Scheiße. Wir lösen auf. Dieser junge Mann heißt... Nein! Johannes! Das ist Schweine! Scheiße! Nein! Ich deswegen jetzt der Moment, der hätte gesagt, der hätte Johannes genommen. Hammer. Oh Gott! Hammer! Schild! Ich... wusste es! Hammer! Warum ging das Thermometer nicht? Oh, das ist schön! Aber ich hätte dich bestätigt darin, dass das kein Johannes ist. Also ich sage jetzt nicht Last of Us International, aber sowas wie, man sieht einfach verschiedene Leben. Hier muss es noch irgendwas geben. Last of Us Europe. Europe da gibt's einfach, das ist ganz normal, weil die Leute haben Krankenversicherung und Quarantäne gemacht in den ersten Monaten. Ganz normal, wir haben Amerika verloren, ja, okay, kein Problem, Leben geht weiter. They had it coming. Aber das wäre echt ein lustiges Ende, wenn die nach Europa kommen oder so und dann werden die von der Küstenwache abgefangen müssen in Quarantäne und das Leben ist da ganz normal. Ich habe die Urheber-Medaille bekommen. Für das? Spinntier, was ist das für ein Urheber? Urheber. Top 3 World. Gebt euch das. Das ist jetzt mein neuer Titel. Wenn irgendwann nochmal mein Skill hier hinterfragt wird. Ich bin Top 3 World, Valentin. So nehme ich. Aber auch nur auf einer Strecke, aber das kann man ja dann so flüstern sagen. Das ist quasi das obligatorische Sternchen, das Kleingedruckte, was man zu mir wissen muss. Warum klappt Nummer 15 nicht? Was sagt der? Gar nichts. Ist vielleicht noch ein Bug. Ist ja auch noch ein Tag vor Release. Ihr habt also noch ein paar Stunden, Entwickler. Nee, ich darf, was ist hier los? Warum darf ich hier keine dieser Strecken starten? Bin ich vielleicht zu gut? Skillentin schreibt auch gerade jemand. Ja, vielleicht hat mich das Spiel einfach gesperrt, weil die halt denken, okay, fuck, wenn jetzt schon jemand Top 3 World ist, wer soll das noch schlagen? Wir können quasi unser Spiel jetzt einstampfen, wenn wir den nicht blacklisten. Achso, hier, guck mal, hier kann ich es ja genau einsehen. Überall ist dieser NSGR vor mir. NSGR, ich werde dich finden und besiegen. Was, 5 Sekunden hat er da nochmal mehr? NSGR, ich nehme alles zurück. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Hilfe, kann ich davon was nehmen? Blaues Feuer. Was macht es? Es brennt. Blau. Natürlich meine Lieblingsbesetzung. Andreas und Lars. Hallo, Andreas und Lars. Euch gibt's ja nur im Doppelpack, ne? Genau so. Hallo. Ist das. Ja, Grüße ins Studio. Klappt super. Ja, cool. Man merkt, dass ihr beiden schon jahrelang zusammenarbeitet und einfach so ein gutes Timing auch habt. Das freut mich. Ja, vielleicht in Zukunft bei Webcam-Shows einfach drauf verzichten, zwei Leute gleichzeitig dazu zu spielen. Ja, das finde ich auch geil. Das würde man auf jeden Fall mal vorzustellen. Okay, ich glaube, wir haben es verstanden. G. Die Note kann man ganz unten links auf dem Notenblatt sehe ich ein G. What the fuck? Wo? Ja, hier, also
Okay, können wir da mal ranzoomen? Im Violinschlüssel die Note, die auf dem zweiten Strich von unten ist. Das ist ein G. Gibt's keine Widerworte? Na, Moment. Nein! C-Dur offensichtlich. Ja. Ja, ich würde mir schon ein bisschen mehr Aggressivität von euch erhoffen. Ja, also das ist doch... Also das liegt auf der... Moment, aber er hat recht, weil auf der zweiten Linie liegt was und das ist ein G. C, ja. D, E, F, G. Das ist ein also G. Das Einzige, wie ich das jetzt, wenn du das mal kurz singen könntest, ein G singen könntest, dann... Okay, da gibt's, kann man nichts sagen. Das ist eindeutig ein G. Und für Kreativität, ich gebe mir einen Punkt, ja? Hä? Bin ich im selben Spiel wie du? Nee. Nee, geh nochmal raus. Das fällt euch jetzt auf? Ne, woher sollen wir denn wissen, in welchem Spiel du bist? Okay, geh mal auf Fortsetzen nochmal und dann nehmen wir das andere unten. Alter, das ich war im Spiel von Fabian Kran. Aber das sind zwei Spiele von Fabian Kran. Ja, ich hab natürlich... Oh mein Gott. Nils, mach doch einmal was richtig, bitte. Geh mal auf Spielen da. Darf ich echt einen Scherz machen? Ja, klar. Okay. Wie viele Punkte hast du für deine Augenbrauen gekriegt? Die sind ja auch zusammen. Das ist auch eine durchgezogene Straße. Gibt minus zwei Punkte. Ich kauf Rubbellose. Ja, weil du Geld brauchst, dann kauft man sich ein Rubbellos. Aber ja, und weißt du, wer mir zu wenig Geld gibt? Ist das Rubbellos? Nein! Ja. Da musst du erstmal mehr Leistung bringen. Fabi, der Rubbler-Grani. Ja. Du hast jetzt einen neuen Namen. Das klingt einfach falsch. Bald mal wieder Fussi. Fussi gucken, Eddie. Wir beide. Fussi. Frankfurt. Fussi. Was geht? Frankfurt, was geht? Fussi. Fussi. Wir zwei wieder. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Du liegst doch vorne. Ja. Aber durch deine Dummheit wird natürlich Nils gewinnen. Was für eine Dummheit? Was habe ich denn Dummes gemacht? Du wirst es sehen. Ich glaub mir, ich kenne es seit 15 Jahren. Das ist, ja, aber Kran, es geht seit Nils, wir brauchen noch nicht drüber reden, wir sehen es doch in 20 Minuten, wer recht hat. Lass uns doch einfach warten. Okay. Du meinst, weil ihr euch schon seit Giga kennt, oder? Seit der Kita. Seit der Kita. Ihr kennt euch doch schon seit der von Kita. Kita.de. Kita.de. Das war geil. Da werden Allianzen geschürt, die machen überhaupt keinen Sinn. Allianz Arena. Oh mein Gott! Einfach nur das Kind. So ein Kind, was überhaupt nicht zuhört. Einfach. Du bist eigentlich geboren, Kran. Soest. Der Insel? Ja, genau das, ja. Die Berühmte. Jawohl! Okay, bei 3, 1, 2, 3. Tschüss. Tut mir leid. Es tut mir leid.